Den Lukas Klostermann habe ich zusammen mit dem Stefan Rudzinski, das ist mir wichtig, dass ich das hier auch betone, zusammen mit dem Stefan Rudzinski bis zum Ende der E-Jugend von der Minikicker an als Trainer betreut. Lukas war zunächst einmal ein sehr, sehr schüchterner Mensch oder schüchternes Kind, als er zu uns in die Minikicker gekommen ist. Hat zunächst als Torwart gestartet und dann merkte man ganz schnell, dass er irgendwelche sehr, sehr gute Ansätze für den Feldbereich hat. Und ich habe ihn als auch sehr ehrgeizigen, mitreißenden Menschen kennengelernt, oder ich sage mal Mensch als Kind kennengelernt, wo man schon früh sehen konnte, dass er außerordentliche Fähigkeiten hat und man sehr schnell merkte, aus dem Jungen kann was werden. Natürlich, dass das Ende in der Nationalmannschaft zu finden ist, da hat keiner von uns damals dran gedacht, aber dass er seinen Weg macht, wenn er weiter so macht, das schon. Das ist mir sehr aufgefallen und auch, wenn wir irgendwelche Trainingseinheiten hatten, Lukas war immer einer, der sehr wissbegierig war, immer nochmal das machen wollte, damit das halt von ihm so ein bisschen perfektioniert wurde. Das sind so die Sachen, die ich an ihm auch zu schätzen wusste, auch schon als Kind. Also seine Stärken im fußballerischen Bereich, das war seine unwahrscheinliche Schnelligkeit, aber auch taktisch, wenn man das so sagen kann, in der E-Jugend oder bis zur E-Jugend, merkte man schon, dass das was Herausragendes war. Und der Trainingseifer. Dieses unbedingte Wollen, weiterzukommen, das merkte man schon in dieser Zeit. Im Zweikampfverhalten muss man sagen, wenn der Lukas hart angegangen wurde, das passte ihm nicht so. Da musste er erst einmal lernen, dass man im Fußball auch manchmal so ein paar Seitenhiebe oder auch Schläge etc., Fußtritte, mit sich zieht oder mitbekommt, gerade wenn man halt ein besonders guter Spieler ist, so wie er. Dementsprechend sind dann auch die Mitspieler nicht gerade zimperlich gewesen. Und das war etwas, ich will es nicht als Schwäche auslegen, sondern das ist eine kindliche Sache gewesen, wo man halt ein bisschen dran arbeiten musste. Aber wie man jetzt sieht, hat er da jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Der Moment an sich, den gab es nicht, sondern das hat sich bei ihm eigentlich durch die ganze Trainingstätigkeit hindurchgezogen. Es kam dann natürlich, dass er dann in der Kreisauswahl gespielt hat. Da merkte man schon, da kommt ja nicht jeder hin. Das ist was Außerordentliches und in unserer Mannschaft merkte man auch, alle Spielzüge, alles, was in irgendeiner Form nach vorne ging, weil Lukas halt der Schnelle war, wurde dann sehr einseitig. Man hat ihn sehr oft lang gespielt, damit er seine Gegner überlaufen konnte. Aber das waren so die Sachen, im Moment kann ich wirklich nicht festmachen. An sich hat sich das durch sein ganzes Leben gezogen, dass man merkte, das wird was Besonderes. Also ich verfolge regelmäßig, also nach dem Abgang aus Gevelsberg hat man mit den Eltern immer noch in Kontakt gestanden, weil die seine Schwester, die Lisa, bei uns dann noch in der Jugendmannschaft gespielt hat. Deswegen war gerade die Mama sehr oft auch noch am Platz und da konnte man dann immer nachhören, ja, wie sieht's aus, was macht der Lukas? Gleichwohl, wenn Lukas mal in irgendeiner Form trainingsfrei hatte, dann hat er sich bei uns auch sehen lassen und dann konnte man sich auch mit ihm persönlich austauschen. Ungemein, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man so etwas Einzigartiges als Amateurtrainer, als Jugendtrainer, der eigentlich nur als Vater, weil mein Sohn auch in der Mannschaft von Lukas mitgespielt hat, als Vater dann eigentlich zum Trainer geworden ist und man jetzt ja, so die einzelnen Schritte von ihm so miterleben konnte. Es ging ja schon mit der Jugend los, dass er da zum VfL Bochum wechselte und dann immer einen Step nach dem anderen er nach vorne machte. Und als er das erste Mal Nationalmannschaft gespielt hat, das war gigantisch. Da habe ich nur zu meiner Frau gesagt, guck mal, da spielen 11 und einer von denen ist Lukas, den ich trainiert habe. Ganz stolz. Man bekommt es ja mit, dass sehr gute Spieler oder überhaupt Bundesligaspieler, Profis, dass die abgehoben
sind oder abgehoben werden. Und so wie ich Lukas kenne, ich habe immer noch mit ihm zumindest WhatsApp-Kontakt, ist Lukas jemand, der überhaupt nicht abgehoben ist, sondern das schätze ich an ihm, der ist bodenständig geblieben.